Hallöchen Leute, willkommen zurück bei Stalker. Wir sind hier letztes Mal hier zur Militär vorgedrungen und jetzt wollen wir mal sagen, wir sind bereit und abmarschieren. Hätte ich mir mal noch andere Munition geholt, aber naja. Ich hätte meine Waffe auch mal durchladen sollen. Ich glaube, ich möchte hier schon mal die PB-Munition reintun. Rauf aufs Dach. Der Rest folgt mir. Klare Ansage, kann ich mit leben. Ja, ihm sollen wir folgen. Das ist die Markierung. Ja. Nicht mehr schon ins Speicher denken, ihr Jungs, bewegt euch weiter und so, ne? Bringt euch in Stellung. Was heißt denn, bringt euch in Stellung? Wo soll ich mich da bitte schon in Stellung bringen? Ich renne einfach ihm mal hinterher, er ist immer der Anführer. Wird ja wohl wissen, wo wir unseren Hinterhalt aufbauen. Ich habe so die Befürchtung, dass das eine ganz, ganz üble Nummer für uns werden wird. Warten wir, bis wir in der Mitte des Hafens sind. Ah, diese kommen hier hin und dann werden wir sie angreifen, scheint mir. Vorher nochmal speichern. Der das gleiche Gewehr wie wir, ja, scheint so. Das Ziel ist in Position. Ja, nicht nur die andere Waffe, ist es einfacher. Krass, die haben aber auch viele Treffer ausgehalten. Durchsuchen wir sie. Ah, habe ich vor. Geben Sie uns Deckung. Der hat die nicht. Der hat die auch nicht. Und der wird mir auf der Karte markiert, ne? Da ist noch einer. Das ist ein Hinterhalt. Geh Deckung. Wir sollten dir um Monolith. Dass du uns wissen lässt, von den unmöglichen Plänen deiner Feinde. Möge dein Licht die Seelen jener tapferen Soldaten durchdringen, die ihr Leben ließen, damit dein Wille geschehe. Vorwärts, Krieger des Monolithen, recht den Tod eurer Gefallenen. Oh, Scheiße. Wahrlich gesegnet sind sie, ob ihre ewig währende Kampf mit dem Monolithen. Ich brauch das andere Gewehr. Ist von der Granate weg. So, wo schießen sie? Verdammt, schon wieder so getroffen worden. Wo sind welche? Da oben. Da ist einfach noch jemand. Oh, Scheiße. Aber jetzt verarzte dich doch endlich mal. Ah, geil. Jetzt haben sie aus verschiedensten Richtungen geschossen und mich ein paar Mal getroffen. Grrr. Nochmal der Spaß. Oh, das heißt, ich weiß, wie ich gleich mit denen umzugehen habe. Das Ziel ist in Position. Ja, ich weiß. Dachte der Position! So, jetzt fällt schon zusammen. Und da muss irgendwo noch einer sein, ne? Ja. Oh, ihn hat's erwischt. Das ist natürlich uncool. Das heißt aber, ich krieg deine Munition. Und die guten Granaten. Habe ich das Gewehr jetzt auch eingesackt? Oh, er hat ein ganz anderes. Sieht aber irgendwie nicht so geil aus wie unseres, muss ich ja schon sagen. Aber ich habe das Gewicht, um es mitzunehmen. Ich werde das Ding nochmal entladen. Ja, und jetzt muss ich da wohl oder übel hin. Das heißt ja, das ist eine Falle.
Alter, ich will die jetzt nicht alle durchsuchen. Ich weiß, was da gleich passiert. Ich konnte mal meinen Granatwerfer nachladen. Wir danken dir, O Monolith, dass du uns wissen lässt von den hinterlistigen Plänen deiner Feinde. Möge dein Licht die Seelen wieder verbringen, die ihr Leben ließen, damit dein Wille geschehe. Vorwärts, Krieger des Monolithen. Ah, du sollst aus diesem scheiß Granate raus, ey. Wahrlich gesegnet sind sie auf ihrer ewig währenden Einheit mit den Monolithen. Bringt den Tod über all jene, die die heilige Macht des Monolithen nicht achten. Da sind welche. Zum Glück haben wir noch ein bisschen panzerbrechende Munition für die. Ich würde sagen, jetzt verreck endlich, du Arsch. Deckung. Deckung in eine andere Richtung. Verdammt, wir beide nicht erwischt, ey. Heilige Scheiße, kommt da viele Schüsse rein. Können die hier irgendwo rein und uns in den Rücken fallen? Ja, können sie. Zum Glück habe ich das gemerkt. Jetzt bald das Gewehr, ich will die Munition haben. Und den Herkules nehme ich auch wohl. Erwischt. Da hinten ist noch ein Scharfschütze. Kann man hier irgendwo... Was sagte die Mission gerade? Das heißt, wir haben sie noch nicht alle erwischt. Oh ja, da sind sie. Irgendwo da war er. Ich habe ihn gesehen. Was kommt her, du Affe? Wo schießt der bitte schön? Da war doch niemand. Aber sowas von niemand. Da ist er jetzt aber. Ganz stupide reingehalten. Und da ist auch noch einer. Da brauchen wir ganz schön viel Munition für die. Ha, der hat auch so eine interessante Waffe gehabt. Das ist auch wieder das Scharfschützengewehr, oder? Ja, das entladen wir mal. Und nehmen es auch erstmal mit. Vielleicht kann man es noch verkaufen. Deswegen war der auch so ineffektiv, weil er mit einem Scharfschützengewehr gearbeitet hat. Wenn du hier oben mit einer AK arbeitest als Schütze. Da oben schießt die also noch drauf. Wo zur Hölle soll denn da noch jemand sein? Da. Was ist das denn für eine kranke Waffe eigentlich? Die war das also, die so viel Schaden gemacht hat? Oh, verdammt. Das verarztet dich. Das heißt, da hätte ich wirklich in Deckung bleiben sollen. Scheiße, von wo zur Hölle schießt der? Hallo, trink dein verdammtes... Scheiße. Ich hab da keine Medikits mehr drin gehabt und das nicht gemerkt. Also da war gerade noch ein Scharfschütze, der ist jetzt weg. Das heißt irgendwo... Da oben. Ha, ich hab dich gesehen, du Affe. Krass, der hat so einen Schuss gewone-hitted. Ich hoffe... Ich habe kurz vorher nochmal gespeichert. Ich
befürchte aber irgendwie eher nicht. So wie ich mich kenne, hätte ich mal machen sollen. Und dann weiß ich, wo ich hinschießen muss gleich. Das ist auch erklärt, warum er uns zeitweise gar nicht getroffen hat. Wo bin ich denn? Wozu habe ich denn gespeichert? Aber da ist er dann noch nicht. Ich durchgespeichert, genau bevor ich mir die angeguckt habe. Na geil. Ja, ich gucke jetzt nicht in die Leichen rein. Ich renne hier noch einmal rum. Das hat wohl noch nicht gereicht. Doch hat es. Scheiße. Wir danken dir, O Monolith, dass du uns wissen lässt von den hinterlistigen Plänen deiner Feinde. Möge dein Licht die Seelen jener tapferen Soldaten durchdringen, die ihr Leben ließen, damit dein Wille geschehe. So. Vorwärts, Krieger des Monolithen, recht den Tod eurer Gefallenen. Den Typen müssen wir da runterbekommen, ganz schnell. Er ist runter, geil. Das ist ja wohl mal Gold wert, dass wir den Typen erwischt haben. Und jetzt gehen wir mal direkt solche Dinge hier abdecken. Weil klar war, dass die da durchkommen werden. Die Flanke schon mal sicherstellen und am nächsten Jahr ein bisschen über die Flanke den Tag versauen, hoffentlich. Verbände nicht vergessen, unheimlich wichtig. Ich habe mich hier schon wieder getroffen. Was sind noch nicht? Sie schießen sich, leisten sich wieder ein Duell mit dem da oben. Gehen wir da mal rüber und versuchen ihnen zu helfen. Verdammt, ich bin gar nicht geladen. Geil, dachte ich mir, hole ich den Scharfschützen runter. Habe ich keine Kugel im Lauf. Der ist weg. Der auch. Der aber noch nicht. Und der auch noch nicht dauerhaft. Okay. Sank verreckt schon. Jetzt können wir uns nämlich die Chance nutzen, um hier zumindest zu looten. Ich wette, hier sind noch welche. Ist irgendwo noch einer, das weiß ich. Aber ich weiß nicht wo. Liegt nach links. Irgendwo einen umgeschossen. Na egal, wir müssen hier eh irgendwo hoch. Da. Sagen, verreck endlich, dann warst du nämlich jetzt der Letzte. Und du bringst mir hier wieder ein bisschen Sniper-Gewehr-Munition ein. Dich verkaufen wir auf jeden Fall. Haben wir zumindest raus. Die Munition habe ich eingesagt. Da war die Waffe. Die nehmen wir mit. Ich hoffe, Zukunftsgewinn. Ja, das heißt, wir können wahrscheinlich mit unserem Kollegen gleich einmal reden. Aber vorher werden wir auf jeden Fall noch einmal alle durchlooten. Ja, wir sind jetzt sowieso wieder alleine. Na toll. Bis dahin muss ich dann alleine kommen. Na geil. Die werden mir doch sicherlich noch irgendeinen Hinterhalt stellen auf dem Rückweg. Aber ich möchte bis dahin gerne versuchen, die Scharfschützen, die dabei hatten, zu finden. Einen Teil meiner Waffen hier mal wieder wegzulegen. Das zum Beispiel. Nee, das nicht. Das wollte ich mal entladen. Ansonsten finde ich das gar nicht so geil. Das heißt, das wird wieder abgegeben.
Ja, super. Da hinten wurden uns wieder Vorräte hinterlegt. Die sind jetzt auch so wichtig, ne? Entladen. Ne, entladen. Kacke. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Aber die Munition lohnt sich eigentlich. Die Pistole lohnt sich übrigens auch nicht. Kann ich mir das mitnehmen sparen? Lag hier nicht noch irgendwo einer? Nein. Aber hier gibt es auch sicher irgendwo auch noch eine Treppe. Dass wir mal auf einer Ebene weiter oben gucken können. Oder zwei Ebenen weiter oben, je nachdem, wo die Scharfschützen alle standen. Ich weiß, dass irgendwo ein Turm hier normalerweise ein ist, aber da liegt keiner. Schade. Stimmt, ist auf der Karte auch nicht angezeigt, da hätte ich die Nase. Aber hier müssten welche sein, genau. Und da finden wir wenigstens ein bisschen Munition für. Haben ihm natürlich seine Waffe wieder mitgenommen. Obwohl ich die gar nicht haben will, weil wir haben da schon. Wobei, die könnte man vielleicht noch verkaufen. Ich nehme sie einfach mal mit. Noch geht das vom Gewicht her, ja. Ist da irgendwo noch jemand? Ich glaube, hier hatten wir jetzt alle leer geräumt. Du warst der Oberguru, Witterklaue. Das nehme ich auch noch mit und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Technisch sieht das sogar auch noch gut aus, zwischendurch das oft Speichern nicht vergessen. Und ich steige erstmal wieder darauf um. Oder ist hier noch irgendwas, wo ich vermute, dass ich da was bekomme? Nö. Geil, das heißt, ich darf wieder ins Krankenhaus reinrennen und die Mission abwarten. Na super. Auch so eine schöne Unterhaltung, um auf diese dumme Mission zu warten. Aber wie mir scheint, sind wir hier wohl sicher. Gut, wir machen das so. Ich warte mal eben ab, bis die Mission vorbei ist. Ich will euch damit nicht langweilen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht. So, da sind wir wieder. Die Mission ist vorbei. Ich kann mich hier hinstellen und mich wieder raustrauen. Auch wenn es jetzt alles immer total dreckig dunkel draußen aussieht, was ich eigentlich recht schade finde. Habe ich nicht noch einen Energy Drink gehabt? Nein, ich hätte den da gelassen. Verdammt! Ich hätte auch dort gerechnet, dass die einen wieder mit zurücknehmen und man nicht selber laufen muss. Ah, vielleicht kann ich wenigstens hier noch in die Gebäude reingucken. Das ist ja nur dieses kleine bisschen, bis wir wieder bei einer Wäscherei sind. Das sieht auch nicht alles wirklich interessant aus. Da kann ich nicht rum, muss ich wohl vorne rumgehen. Da sieht man schon die ersten Nummern wieder auftauchen. Ich denke, wir werden jetzt gleich bei denen sein. Auch wenn es hier gerade anfängt zu knistern. Aber da müssten sie alle drin sein. Wir sind ja schon alle nervös genug, ist klar. Ich will erst einmal, bevor ich etwas mache. Ich kann es kaum glauben, dass wir es unbeschadet nach Pripyat geschafft haben. Wie hast du den Weg nur gefunden? Reparieren. Mal alles durchreparieren, vor allem die Waffen alle durchreparieren. Okay, da ist noch nicht klar, wie es funktioniert, kann deswegen nicht repariert werden. Aber deswegen haben wir auch am Anfang so viele Waffen und viel nochmal eine Satruhe gelagert gehabt, weil tendenziell können wir halt einfach alles reparieren lassen, kostenlos. Aktion gibt es noch nicht wieder. Was bist du hier? Das sind verschiedene Scharfschützengewehre, was? Handhabung von Dingen ist grottig, der Schaden ist aber bombastisch, dafür ist er hier schuld. Schallgedämpft, da muss ich mir dann einfach überlegen, welche ich verwende. Den werde ich brauchen, die werden eh verkauft. Und du hast noch nichts Interessantes weiter zu erzählen, weil ich gerade noch einer von euch. Ich glaube, du gehörtest noch zu uns, ne? Ah, das ist der Reise. Oh, lange nicht mehr gesehen. Man sagt, du hast es durch die Tunnel geschafft. Ich habe einen unterirdischen Durchgang gefunden. Wenn du willst, kann ich dich umsonst zurückbringen. Weißt du, ich bin froh, wenn ich den Obrigkeiten irgendwie behilflich sein kann. Danke übrigens, dass du mir dabei geholfen hast, den Vertrag mit den Wissenschaftlern zu erfüllen. Ich habe mich umgeschaut und das hier gefunden. Das kannst du sicher gebrauchen. Sehr geil. Das heißt, er kann uns jetzt kostenlos zurückbringen. Was wir sicherlich auch bald nutzen werden, um unseren Stuff hin und her zu bekommen.
Und wir können dann mal hier gucken, wo der Oberst war. War der nicht irgendwie hier durch? Ja. Ist so dunkel hier. Hä? Hey? Da hat er alle Türen zu, ey. Also, wir mussten einige Verluste hinnehmen. Die Monolithe haben uns in eine Falle gelockt, indem sie ihre eigenen Leute geopfert haben. Drecksäcke. Sie konnten über unseren Plan doch gar nicht Bescheid wissen. Wir haben also einige Männer verloren. Was ist die Zieloperation? Ich habe die Waffe, aber sie wurde im Kampf beschädigt. Das heißt, wir können nicht feststellen, ob sie damit die Hubschrauber abgeschossen wurden. Hören Sie, Major. Sie haben Verbindung zu den Stalkern. Möglicherweise hatten sie vorher mit dieser Waffe zu tun. Bei denen gibt es bestimmt auch Techniker. Würden Sie mit ihnen reden? Klar. Was soll ich vergessen? Ein anderer Stalker hat es von der Jupiterlage her geschafft. Unterhalten Sie sich zuerst mit ihm, wenn Sie es möchten. Ich brauche Informationen. Ja, die Informationen brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Das heißt, wir... Ich habe eine Nachricht von der Aufklärung seiner erhalten. Schreck. Nein. Was zur Hölle ist das? Wartet! Wir sind alle dort! Klingt ja sehr erbaulich. Aufklärungseinheit, bitte kommen. Was ist da draußen los? Wir müssen die Aufklärungseinheit finden. Major, finden Sie heraus, was passiert ist. Was zur Hölle? Seien Sie da draußen vorsichtig, ja? Und Major, halten Sie mich auf dem Laufenden. Na super. Weißt du, Leute, ein Kilo auf ihre Vorräte und die Kamente Munition erfrischen. Verwundete Speer finden. Aha. Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal direkt wieder runtersprinten. Ups, Treppe verfehlt. Jetzt das Gitter weggelassen, wäre das viel praktischer gewesen. Das heißt, ich kann hier wieder mit Leuten reden. Das heißt, ich kann mal schauen, was ich von ihm eigentlich noch an Munition bekommen kann. Ich brauche Munition. Und zwar Scharfschütze MG-Munition möchte ich hier haben. Und zwar durchaus noch mehr davon. Ich brauche Granaten. Ja, mit der Hand. Und die Granaten kümmere ich mich mehr später, wenn ich sie dann noch brauche. Und du gibst mir wahrscheinlich noch medizinische Ausrüstung. So, und jetzt können wir zurück. Das heißt, im gewissen Maß kann ich jetzt Stuff hin und her schaffen. Ich werde auf jeden Fall das MG dann einsetzen wollen. Wo ist denn die MG-Munition? Ihr gehört alle da dazu. Das ist die MG-Munition, die wird eingelagert. Genauso werden meine guten Waffen eingelagert, die ich einsetzen werde. Und dann ist natürlich die Frage, welche werde ich einsetzen? Nein, dich lasse ich erstmal noch dran. Den muss ich zwangsweise noch häufiger verwenden. Wiegt der was? Ja, super. Kann ich den nicht hier rüber? Kann ich scheinbar nicht, okay. Aber ich kann hier die Munition da lassen, die ich da noch für brauchen werde. Sowie einiges an Medikamenten und Dosenfutter. Den Wodka werden wir sicherheitshalber mitnehmen. Den werde ich nämlich wahrscheinlich noch häufiger brauchen. Ein bisschen was davon. Die guten Medikits lasse ich gerade mal hier. Ein bisschen was davon. Von euch werde ich einen verkaufen können. Von denen kann ich welche lassen. Dafür ist die Frage, welchen nehme ich? Wenn seine Genauigkeit bei Einzelschuss auf kurze oder Distanz ist ähnelt. Akan sehr beliebt. Und die hier. Ich will mal die beiden vergleichen. Das ist ein bisschen gut, was weniger Schaden. Die Handhabung ist deutlich besser und die Schussgenauigkeit lässt nach. Ich glaube, wenn nehme ich das richtige Scharfschützengewehr. Und dich werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr mitnehmen, aber erstmal hier lassen. Also hier drin lassen. Das kann alles mit zum Verkaufen. Genauso wie der Helm. Und gewichttechnisch geht es jetzt sogar noch. Den wollte ich verkaufen. Muss ich ja noch mal meinen Herkules schlagen. Das ist ja nett. Dann nehme ich euch doch wieder mit, um euch zum Teil zu verkaufen. Genauso wie die Handgranaten. Ja, da sind sie hin. Ja, jetzt hätte ich genau als überlastet. Dann lasse ich davon noch ein Stück Wurst hier. Dann passt das wieder.
können wir nicht mit unserem Laufburschen reden. Wir haben hier leider immer noch keinen Händler. Schlafmöglichkeiten, alles gibt es, aber dann werden wir jetzt erst wieder zurück und zwar nach Zanton abgemacht. Denn da können wir dann ja verkaufen. Mit wem ich da reden muss, das müssen wir mal gucken, aber das werden wir jetzt nicht hören. Aber ich möchte mich erst um die Verkaufsdinge kümmern. Ich werde mich auf jeden Fall mal umhören müssen bei den Leuten, wo ich da hinten in Pripyat Werkzeug finden kann. Weil das wird auf jeden Fall wichtig, dass wir dann endlich das letzte Feinwerkzeug und das andere Werkzeug bekommen, um die beiden Mechaniker auszubauen. So. Biert. Haben wir dir was zu verkaufen? Beziehungsweise, welche Artefakte brauchst du? Gravit und Flamme habe ich gerade nicht. Werden wir also wohl wieder einlagern. Der würde die Batterien für den kaufen? Nee, das muss ja gar nicht. Klos, das brauchen wir auch alles gerade nicht. Dann gehen wir uns dort erstmal zufrieden. Ja, verstehe ich. Wir kommen dann mal wieder so. Hier bei unserer Truhe packen wir einen davon und einen davon rein. Denn die werden wir nicht anlegen. Handel. So, das wollte ich verkaufen, das wollte ich alles verkaufen. Moment, davon will ich gar nicht alle verkaufen, immer nur ein Teil. Immer nur ein Teil, sagte ich. Und das verkauft mittlerweile sogar Exoskelette. Nice. Aber da sieht man, der Schutz ist höher, der Rest ist nicht so hoch. Ich werde mir vielleicht hinter zum Ende hin sowas nochmal aufbauen. Aber eigentlich brauche ich das hinter nicht. So, Granaten wollte ich noch welche verkaufen. 26.000 schon wieder. Er hat den da jetzt drin. Ja, die Frage ist, was hat er Munition? Er hat Sniper-Munition. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich nehme mal noch... Hatte ich davon nicht sogar noch welche? Ich glaube, da hatte ich noch welche in den Truhen. Das P... Wobei, ne, die werde ich mir gar nicht holen müssen. Davon brauche ich noch was auf Reserve. Und das war der spannende Teil eigentlich auch schon. Kaufen. So. Gewicht wieder deutlich besser. Und eine Sache mache ich jetzt noch. Da überziehe ich diese Folge einfach mal wieder maßlos. Denn wir haben ja hier noch Munition, die ich auf jeden Fall mitnehmen kann. Wir haben hier die ganzen Waffen, die ich mitnehmen kann. Und da werden wir nämlich einfach mal zurückgehen und die aufrüsten, um sie dann irgendwann zu verkaufen, also sie zu reparieren und sie zu verkaufen. Den kann ich mittlerweile eigentlich auch verkaufen. Dann können wir drüben unsere Ausrüstung, unsere eigentliche Ausrüstung wieder zurückholen. Hat Nimble mittlerweile eigentlich neue Sachen im Angebot, ist aus Neugier. Hallo Stalker. Redest du mit mir? Er redet nicht mit mir, ja, möchte ich. Ja. Au, hat mich jetzt alle reingehauen oder was? Er hat sich nämlich reingestellt. Meine Waffen habe ich aber alle noch. Ich wollte noch eine Sache gucken, bevor wir kurz wieder rübergehen. Ich brauche Informationen. Na, schade, von dem kann ich mir keine Informationen dazu kaufen. So, Ortskundiger. Was? 4000. Ja, dann bringst du mich doch einfach so erstmal zu der Station. Dann gucken wir da auch nochmal in meine Kiste, ob ich da noch was drin habe. Und zur Not muss ich dann halt nochmal ein paar Mal hin und her. Im Extremfall mache ich davon offscreen noch was, aber ich glaube, ich werde diese Folge auch einfach ein bisschen mehr überziehen, weil ich das eben noch durchhaben will. Und dann ich nächstes Mal eine Will auf hin und her Folge machen möchte, drücken Sie, um den Rucksack zu öffnen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also teilweise sind die Tipps echt sinnfrei. So. Wo war denn hier? Ich glaube, meine Truhe war mit hier unten. Wie läuft die Jagd? Läuft gut. So, was hatte ich hier noch drin? Eine Rüstung, die ich weggeben kann und den LRW, den ich auf jeden Fall mit rübernehmen werde. Lassen wir noch was vom Wodka hier erstmal.
werde ich mir nämlich da in der Truhe einlagern wollen. Ebenso wäre der Läufer hier irgendwo. Ich höre. Du oder du? Warum sind nicht zwei verschiedene? Ich etwas fragen. Ich nehme aus, kennt eine Fresse. Selbst gebaut. Fragt die Techniker. Ja, die Techniker frage ich heute aber nicht. Da ist Garika. Bringst du mich nach Pripyat? Was? 5000? Nein, danke. Bringst du mich nach Pripyat? Nein. So, ja, du musst dich wohl über 5000 dafür bezahlen. Weiß ich nicht, ob es sich lohnt, die Waffen alle da wieder mit hinzunehmen. Vielleicht lagere ich sie dann auch erstmal da ein, bis ich da einen Händler gefunden habe in der Gegend. Vielleicht gibt es den da ja auch noch. Medizinische Vorräte wurden platziert. Super. Nicht, dass ich davon nicht schon genug hätte. Ja, ich hätte gerne noch mehr Energieartefakte, also für Energieregeneration. Aber wir haben uns hier im Prepared ja noch nicht umgeguckt. Erstmal darfst du deine Waffe wieder einstecken. So. Dann können wir noch einen Tag essen. Dann können wir hier reingehen. Und mal kicken, wo der Reparadingsbums-Typ war. Da. Dann können wir nämlich alles kostenlos reparieren. Hätte man sich da jetzt mal hingestellt, hätte zwischendurch alle Waffen, die so kaputt waren, die irgendwie was wert wären, eingesammelt. Dann wäre ich jetzt sowas von steinreich, wenn ich die alle verkaufe. So, das ist alles einmal durch. Jetzt werden wir das alles hier reintun, so weit es geht. Genauso wie den Anzug, der ist nämlich heile. Hätte ich vielleicht auch einfach mal direkt verkaufen können, ich Genie. So, einmal alles rüber. Samt Munition und dann den Überblick gewinnen. Von dir kann einer aufs Lager. Das sollte mit, das sollte mit, das sollte mit. Und dann ist nämlich die Frage, wie es dann gewichtstechnisch aussieht, wenn ich alle Munition mit habe. Ihr bleibt hier. Da würde erstmal das MG reinkommen, da das Sniper und das wird die Allround-Waffe in Reserve. Und ich glaube, das MG ist es, was das kaputt macht, vom Gewicht her. Ich weiß echt nicht, ob sich das lohnt, aber ich will es erstmal mitnehmen, weil es Spaß macht. Mir fällt gerade ein, wir müssen eh nochmal zurück, um das zu Dingsbumsen zu verbessern. Ich sitze jetzt zwar schon ewig dran, aber egal, da gönnen wir uns das im Kreis rein einfach mal. Ich meine, da haben wir noch genug Geld, um das aufzurüsten. Das heißt, ich muss wieder dahin, denn da ist ja derjenige, der erstmal am meisten aufrüsten kann für uns. Bis wir ihm endlich ein Feinwerkzeug bringen. Ja, die nächstliegende wird per PDA angezeigt, ich weiß. Jetzt habe ich den Anzug, den ich verkaufen wollte, glaube ich, wieder drüben gelassen. Das MG ist schon cool. So, ich muss hier rein. Und muss mir erstmal meinen Wodka aus dem Tor holen. Der dürfte ja noch welcher drin sein. Hoffentlich. Nein, ist der nicht. Oh, schade. Dann muss ich mir Wodka kaufen. Ich habe ihn, glaube ich. Ne, ich habe sogar noch drei dabei. Alles klar. Ja, das Waffenmodell reden wir vielleicht ein anderes Mal mit dir. Gequestet wird heute nicht mehr. Aber ich will aufrüsten. Aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Hier, Flasche für dich. So. Trink schneller. Auf einen erfolgreichen Arbeitstag. So, dann gucken wir doch mal, was hier so drin ist. Handhabung. Ich sollte vorher wegen den Preisen gucken. Handhabung oder Schussgenauigkeit? Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall Schussgenauigkeit. Zuverlässigkeit ist gut, Rückstoß, Schussgenauigkeit, Schussgenauigkeit, Rückstoß und Handhabung. Besseres Fernrohr und Hochdingsbumsvisier, Nachtsichtgerät, zweite Generation. Zum Beispiel Zielerfassung klingt beides ziemlich fett. Ja, du kannst das ruhig da oben drin lassen. So, Zuverlässigkeit, Rückstoß oder Flachheit. Ich glaube, wir nehmen den Rückstoß raus.
Rückschussreduzierung, Rückschussreduzierung. Handhabung, Feuerrate. Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, Feuerrate, Schussgenauigkeit, Feuerrate. Das ist gar nicht so billig. Schussgenauigkeit, Handhabung und Magazingröße. Das ist das Beste daran. Leider gibt es nichts, was die Waffe leichter macht. Die kann er nicht mehr reparieren. Und da können wir immer noch nicht weiter. Aber ich kann ihn ja schon mal nach dem Waffenmodell fragen. Wozu hast du das Ding schon mal gesehen? Ach, jetzt guckt er es sich doch an, okay? Was? 62? Das kann nicht sein. Wir warten, bis er wieder zu sich kommt. Dann wissen wir, was wir nächstes Mal machen werden. Aber vorher möchte ich ja noch wohl einmal rausrennen, bis ich meine Waffen anlegen kann. Und mal schauen. Ich möchte euch auch mal schauen, wie deine Werte jetzt sind. Haha. Schussgenauigkeit bei dem, ne? Fast komplett voll. Und bei ihm hier die Feuerrate und der Schaden, ne? Lad mal nach. Ich glaube, wir kommen einfach nur, weil es Spaß macht, jetzt gleich dazu, diese Waffe einzusetzen. Mit 200 Schuss auf einmal. Und hier haben wir leider nicht so viel Munition. Da werde ich zwischendurch immer noch nach mehr schauen. Aber vorher haben wir hier... Ja, wir können, wenn wir das Ding in der Hand halten, übrigens nicht rennen. Aber wir machen große Löcher. So, gehen wir wieder auf das Scharfschützengewehr. Dann müssten wir rennen können. Legen es aber eh wieder ab. Ich möchte einmal beim Munitionskollegen vorbeischauen. Bevor ich das bis zum nächsten Mal wieder vergesse. Ich kenne mich ja. Na gut, geht's. So. Handel, was hast du an Munition? Was ist denn mit dir los? Hast du Scharfschützenmun hat er immerhin. Wenn du etwas zu sagen hast, raus damit. Ja, ja, bla, 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 bla. Dann mach einen Abgang. Ich befürchte, hier wird man auf keins von beiden irgendwelche Modifikationen draufbauen können. Ja, dann würde ich sagen, machen wir dann doch jetzt mal Schluss nach einem 37-Minuten-Part. Ups, war nicht so geplant. Na egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit dem Typen reden, wenn er wieder nüchtern ist. Bis dann, Leute. Macht's gut.